Ja, das ist ein Samstag, an dem nicht nur wir in Berlin und Brandenburg nach Cottbus schauen, sondern ganz Deutschland. Denn Unterstützer und Gegner von Flüchtlingen sind heute gegeneinander auf die Straßen gegangen. Erst gab es ja die Übergriffe zwischen Geflüchteten und Einheimischen. Das heute war dann aber wohl der Siedepunkt der hitzigen Debatte der letzten Wochen. Für Cottbus Oberbürgermeister übrigens kein Grund zum Kommen. Seit 2 Jahren lebt er nun schon in Cottbus, Mohammad Schar. Er ist aus Syrien vor dem Bürgerkrieg geflüchtet. Jetzt hat er zusammen mit anderen eine Demonstration auf die Beine gestellt. Motto: Leben ohne Hass, gemeinsam gegen die Angst. Ich wünsche, dass hier einfach Frieden statt ist und wir immer auf der Straße laufen ohne Angst. Refugees are welcome here. Geflüchtete und Deutsche zusammen auf der Straße für ein tolerantes Miteinander. Weit über 1000 sind es am Ende. Wir möchten hier einfach nur stressfrei leben und es gibt immer böse und gute Menschen. Vor ein paar Tagen war ja schon, dass ausländische Leute hier so einen Angriff und so gemacht haben. Aber dann finde ich es aber auch nicht gut, wenn alle dann wieder sagen, dass alle Ausländische so sind. Dass es Zwischenfälle gibt, ja, das muss man auf eine andere Art und Weise klären, aber nicht, dass man sich das politisch zu eigen macht und hier eine fremdenfeindliche Hetze in Cottbus stattfindet. Mir ist es wichtig zu zeigen, dass Cottbus eine friedliche Stadt ist, dass Cottbus eine weltoffene Stadt ist und dass wir hier alle gut miteinander klarkommen und gut miteinander leben können. Ja, und ich möchte einfach nicht, dass hier irgendwie ein Bild entsteht, dass Cottbus eine Nazi-Stadt ist. Am Rande der bunten Kundgebung taucht auch der Sprecher des fremdenfeindlichen Vereins Zukunft Heimat auf, der für den Nachmittag zur zweiten Demonstration dieses Tages aufgerufen hat, gegen Flüchtlinge. Sie warnt davor. Brandenburgs Kulturministerin Münch lebt in Cottbus, kennt den Verein. Das Problem ist ja, dass viele Menschen wirklich verunsichert sind, dass sie Ängste haben und dass sie meinen, dass sie dort auf dem richtigen Fleck sind. Nun, diese Demonstration wird massiv missbraucht von Rechtsextremen, von Menschen, die auch aus dem Umfeld zu uns kommen und versuchen, hier eine rechtsextreme Front aufzubauen. Und das darf nicht gelingen und das muss jedem auch klar sein, der dorthin geht. Trotzdem wird es 2 Stunden später voll bei der Kundgebung von Zukunft Heimat. Rund 3000 sind gekommen. Besorgte Bürger, AfD- und Pegida-Anhänger, aber auch Rechtsextreme. Zentrales Thema: die Angst vor den Fremden. Und solange wir untereinander waren, hatten wir keine Angst, mit der Straßenbahn zu fahren. Kein deutscher Mitschüler hat dem anderen das Gesicht zerschnitten. Ja, um hier ein Zeichen zu setzen, dass es so nicht weitergeht in Cottbus. Dass sich unsere Frauen und Kinder nicht mehr freiwillig auf die Straße getrauen können. Ohne Begleitung. Dass wir unter uns bleiben, weil der Islam passt nicht zu uns. Cottbus, eine Stadt, 2 Botschaften, die gegensätzlicher nicht sein könnten.